Ja, hallo liebe Leute. Wir machen mal wieder ein kleines Video, so ein bisschen so ein Reaction-Video, weil ich habe da wieder was gesehen im Internet, was mich wieder tierisch amüsiert hat. Ich finde es halt wirklich wieder super geil. Wir sind jetzt mal, ich wollte heute eigentlich Motorrad fahren, aber ich habe gedacht, nein, ich fahre heute mit dem SO4 Pro raus, weil ich habe dieses Video gesehen, habe ich schön in der Badewanne gelegen, schön entspannt und habe mir dabei dieses Video angeguckt und ich musste so lachen und ich war so, ich sag mal, ich war richtig, ja, ich habe richtig Mitleid gehabt, ja. Also ich habe richtig, ich habe gedacht, ich habe Kopf geschüttelt, ich habe gesagt, es kann nicht sein, wie kann ein Mensch so viel Pech haben, ja? Also das verstehe ich nicht. Aber es ist auch hier und da auf jeden Fall ein Problem da beim SO4 Pro und das will ich jetzt auch nochmal erwähnen und deswegen auch nochmal ein bisschen unterstützend wirken. Um wen geht's? Um Harry. Harry hat sein SO4 Pro aus der zweiten Inspektion zurückgekriegt und ich habe gedacht, das wird jetzt ein Video. Ich glaube, das haben die meisten gedacht, die am Anfang das Video gesagt, also am Anfang gesehen haben, ah, endlich ist Harry zufrieden, endlich geht's voran. Und Harry wird, denke ich mal, auch den Soflo hier und da mal wieder auch mal lobende Worte schenken und vor allen Dingen auch mal, so wie meine Meinung ist, auch Meinung anderer, aber auch definitiv, ich gehe jetzt erstmal nur von meiner Meinung aus, den Soflo für den aktuell besten Scooter auf dem Markt halten. Ja, also na gut, aber ich sag mal immer noch, er ist immer noch der beste Scooter auf dem Markt, aber er hat natürlich Probleme, definitiv. Die will ich nicht abstreiten, die sind da, aber welcher Scooter hat keine Probleme? Ne? Also das muss man mal sagen, ist die Frage, mit welchen Problemen man leben kann und welche man Probleme man nicht leben kann. Das ist hier die Frage. Ich versuche natürlich, dieses Video wieder mal kurz zu halten, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss erstmal an meine Pfeifchen ziehen. Ah, ja, tut das gut. Ja, also gehen wir mal einfach jetzt erstmal drauf ein. Also, ja, das Gasproblem ist anscheinend beseitigt. Ich kann dir sagen, Harry, bei mir ist es nicht beseitigt, aber ich lebe damit. Also ich habe dieses Problem auch. Also der Soflo braucht, also das ist meine Feststellung, der Soflo braucht halt eine gewisse Antrittstempo, ja, um dass der Gashebel reagiert. Dann hier und da reagiert er mal nicht direkt, da musst du vielleicht noch mal ein zweites Mal drücken, ist auch richtig, aber meistens hängt es halt daran, dass man nicht die genug Anfahrgeschwindigkeit hat. Das werden sie bei dir wahrscheinlich runtergesetzt haben. So wie ich das jetzt analysiere, was ich im Video gesehen habe, haben sie da die Anfahrtsgeschwindigkeit runtergesetzt bei dir. Vielleicht haben sie dein Soflo praktisch nicht geupdatet, sondern gedowngradet, weil ich glaube, das war auch das Anfangsproblem vom Soflo. Deswegen hast du auch jetzt die Starter, wenn der Soflo steht und wieder anfährt, also praktisch schon aus dem Stand direkt anfährt, weil der Soflo ja ein paar Sekunden, nachdem du stehen geblieben bist, noch im Fahrmodus ist, ja, und dann erst auf den Stehmodus zurückspringt. Das ist einfach dem gegeben, falls du ganz langsam fahren musst beim Rangieren, dass du da immer noch eine gewisse Gasannahme hast. Man kann ja auch ein bisschen stehend balancieren auf den Scooter, man muss ja dann trotzdem noch das Gas, muss ja das Gas annehmen können. Und das war wahrscheinlich das Problem, das haben sie gepatcht, weil das auch so Probleme gemacht hat wie jetzt bei dir und haben das praktisch dann hochgesetzt, das Anfahrtsgas auf, dass du, also wir werden das alles testen, dass du halt mehr ankicken musst, bevor du das Gas annimmst. Aber wir werden das jetzt alles testen mit meinem, damit du mal einen Vergleich hast zu deinem. Falls dich's interessiert oder falls alle anderen es interessiert, stelle ich jetzt mal mein Soflo so dar, wie der Harry testet, dass ich mein genauso teste und dass wir da einen Vergleich haben. Aber erstmal fangen wir damit an, Harry, wir sind ja Tester, ne? Und wenn man so Sachen macht wie du, ja, und die Geräte nicht normal benutzt, ja, sondern testet, was ich ja auch mache, aber ich sag mal nicht, ich mache jetzt keine Bremstests. Das habt ihr bei mir noch nicht gesehen, dass ich jetzt Bremstests mache und wie weit kommt der da. Das mache ich halt nicht, weil das mache ich halt vor Fahrantritt beim Scooter. Wenn das funktioniert, funktioniert es. Beim einen funktioniert es ein bisschen besser, der andere kann ein bisschen besser bremsen, der andere ein bisschen weniger. Ich fahre auch keinen Slalom, das muss jeder selber machen, so ein bisschen Gefühl dafür haben, die Agilität vom Scooter. Ich sage das halt, während der Fahrt sage ich dann halt, ich finde, dass man mit ihm gut fahren kann, dass man, ja. Ja, dass die Dinger, dass er gut bremst und dass er, das sage ich, als wäre der Fahrt, aber so Tests mache ich eigentlich nicht. Ich könnte es vielleicht mal machen, wäre vielleicht nicht verkehrt, ihr macht das ja auch, aber ich weiß nicht, ob das so unbedingt notwendig ist. Ich meine, man sieht es ja bei euch, ne? Bei allen anderen Testern sieht man das ja, ihr macht das ja immer schön. Muss ich ja auch nicht, müssen ja nicht alle das Gleiche machen, so sehe ich das. So, also erstmal, aber eins sage ich euch, als Tester,
finde ich erstmal ganz wichtig, dass man, wir haben ja alle so einen Rucksack dabei. Ne? Wir haben also einen Rucksack dabei, wir haben unseren Helm dabei, wie man hier jetzt sieht. Ja? Wir haben alle unser Equipment dabei. Ja? Und wenn man doch so einen Rucksack hat, ja, dann packt man noch ein bisschen was ein, Harry. Ja, du hast ihn auch dabei, ich habe es gesehen auf deinem Video. Also man fängt mal, also guck mal, was ich hier drin habe. Ich habe hier zum Beispiel drin ein bisschen Öl. Falls mal was quietscht, ja, habe ich immer ein bisschen Öl dabei, um gegen Quietschen vorzusorgen. Weil so ist gut, der Verdrecken auch. Es kann auch mal anfangen zu quietschen. Dann habe ich das wichtigste Utensil für den SO4 Pro dabei. Das ist dieser Schlüssel. Dieses eine Ding, das kannst du auch in die Hosentasche stecken. Aber das solltest du dabei haben, weil das ist der Imbus, den du brauchst, um die Lenkerstange abzunehmen. Weil ich gleich am Anfang, wo ich den Sofa gekauft habe, habe ich Videos gesehen. Es gibt ein Video darüber, über den, der das gleiche Problem hat wie du, der seinen Scooter nicht mehr ausgekriegt hat. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber man muss einfach eingeben, SO4 Pro defekt oder SO4 Pro geht nicht mehr aus oder so. Und da kommt das Video und dann sieht man das. Der hat das gleiche Problem wie du. Und seitdem habe ich beim SO4 Pro, weil es keinen Ausschalter gibt, also kein Reset-Knopf in dem Sinne, weil man das, wenn das System abstürzt, man den nicht resetten kann, außer man baut den Lenker ab und zieht den Stecker ab, habe ich dieses Tool, dieses Werkzeug dabei. Dieses eine Ding, das habe ich immer einstecken, auch wenn ich keinen Rucksack dabei habe. Aber ich habe eigentlich öfters einen Rucksack dabei, weil ich da mein Zeug mitnehme. So, ja? Hättest du das dabei gehabt, hättest du nicht 5 Kilometer nach Hause laufen müssen, oder? Bist du mit mir einig, oder? Als Tester hat man so ein bisschen was dabei, ja? So, was habe ich denn noch hier drin? Ein Kuli, ein bisschen Tempos und dann habe ich hier noch so ein, das habe ich, das ist auch immer ganz wichtig, so ein super Tool, ja? Wo man dann eine Zange machen kann, wo man noch ein bisschen anderes Werkzeug dran hat, Schraubenzieher, Dreher, Messer, sonst was. Das ist halt so ein super Tool, so ein Multitool. Ich habe also eine Firma geschenkt gekriegt, habe ich immer dabei, falls mal was ist. So, was habe ich noch hier drin im Rucksack? So, also einmal habe ich das war das vordere Fach. Pass mal ein bisschen weg. So, mal wieder zu. Also damit würde ich sagen, so ein bisschen Utensil hat man dabei. Ne? Dann habe ich ein bisschen was zu trinken dabei. So, was haben wir hier hinten drin? Hier hinten ist dann auch nochmal jetzt mein Pannenset oder wie ich sage, oder mein Unfallset, was ich auch dabei habe, ist immer meine Erste-Hilfe-Tasche. Weil ich habe einen Rucksack dabei, das wiegt ja nichts. Erste-Hilfe-Tasche. Entweder passiert mir was oder es passiert vielleicht einen, den ich unterwegs treffe, irgendwas und kann ich dann helfen. Erste-Hilfe leisten, ist doch wunderbar, hat man immer dabei, finde ich. Und ich habe jetzt so ein Riesending dabei, das gibt es auch viel kleiner, aber das ist meine Pumpe. Weil wenn man mal einen Platten kriegt, das habe ich ja schon immer gemerkt, dann verliert man eigentlich langsam Luft. Da kann man mit dieser Pumpe immer mal wieder nachhelfen. Ja, und kann man wieder ein paar Bar drauf pumpen, damit man ein bisschen weiterfahren kann, bis man wieder ein bisschen Luft nachfüllen kann. Also meistens verliert man nicht kontinuierlich, also hat man nicht sofort den Platten drin, also dass man praktisch komplett die Luft verliert von einer Sekunde auf die anderen, sondern langsam. So, dann empfehle ich ja sowieso, wenn man so ein Fahrzeug fährt, ja, haben wir sowieso empfohlen, dass wir, wenn man Luftbereifung fährt, dass man Slime reinmacht. Ja, dieser Pannenschutz und sowas. Deswegen, ich habe bis jetzt auch noch nie eine Panne gehabt mit einem Platten, aber wenn ich einen hätte, würde, glaube ich, die Luft nicht sofort rausgehen, sondern ich würde über die Zeit langsam Luft verlieren und damit könnte ich dann mit meiner elektrischen Luftpumpe, ist alles per Akku betrieben, mir aushelfen. So. Video ist gestartet. Fangen wir mal mit den Tests an, hier auf einer kleinen gesperrten Strecke. So, also was testet Harry? Harry, was testest du? Ja, so, also ihr seht jetzt, ich blende ja praktisch den Mitschnitt vom Handy ein, also vom Display, vom Soflo, von der Soflo App. Also seht ihr auch immer genau, was auf dem Tacho los ist. Ja, also wir testen jetzt erstmal, wenn man jetzt antritt, und dann, wann das Gas annimmt. Also bei 4 nimmt das Gas an, bei 5 nimmt das Gas an sofort. Ich lasse mal jetzt abfallen. Bei 3 nimmt er auch noch das Gas an. Bei 2 nimmt er nicht, also unter 3 km/h nimmt er nicht mehr das Gas an. Kannst du machen, was du willst. Und wenn du dann auch stehst und wieder drückst, nimmt er auch nicht das Gas an. Siehst du? Also, diese Software hier aktuell, also ohne Patch, ohne Update. Nimmt das Gas ab 3 km nicht mehr an. Also sobald man schneller ist als 3 km/h,
Kann ich euch mal zeigen. Wird das Gas sofort angenommen. Also auch beim ersten Mal. So soll es auch sein. Und sobald man unter 3 km/h fällt, wird kein Gas mehr angenommen. Und das ist das, was ich wahrscheinlich meine, Harry. Guck mal, also wenn man jetzt natürlich hier so anstößt, so sag ich mal so ein bisschen halbherzig, also hier ist die 4, 5, da geht das. Aber wenn man jetzt natürlich im Sommer ein bisschen zu schwach anstößt, dann nimmt er halt kein Gas an. Doch, jetzt hier, ja, ich war aber, das ist aber, ich meine, 3 km/h, das ist nicht viel. Ja. Wahrscheinlich war dein Scooter irgendwie, war diese km/h zu hoch gestellt. Also wahrscheinlich hat deiner viel zu spät. Also bei mir nimmt er ab 3 km/h Gas an. Und das auch sofort. So, dann hast du gefragt, wenn er jetzt zurückspringt, also wenn er immer noch in dieser km/h-Anzeige ist, ja, so wie jetzt, wie ihr seht, und ihr dann stehen bleibt, der bleibt ja eine Zeit lang da, bis er dann die Gesamtkilometer anzeigt, ob er dann noch das Gas annimmt. Ja, also aktuell nimmt er das Gas an, jeder einzelne Drücker. Ich nehme die Kamera ein bisschen runter. So. Du siehst, wenn ich es weiter drücke, nimmt er das Gas an. So, jetzt die Frage, nimmt er das Gas auch an? Wenn man absteigt, stehen bleibt, nein, macht er nichts mehr. Guck, er ist immer noch im Gas drin, jetzt springt er erst auf die Kilometer um, aber hat das Gas nicht mehr angenommen. Also so ist es normal, Harry. Warum deine jetzt kurz danach das Gas annimmt? Keine Ahnung. Also du siehst, wie meine hat jetzt über 200 Kilometer drauf. Also der funktioniert in der Hinsicht einmal frei. Die Bremsen habe ich bei mir auch sehr lasch eingestellt. Ich kann mir das mal zeigen hier. Ich kann hier voll auf Anschlag ziehen. Ja, ich habe das extra so gemacht, weil ich nicht will, dass der so, weil die Bremsen so extrem gut zubeißen. Ich brauche keine extrem zubeißenden Bremsen beim Scooter. So schnell bin ich nicht mit 20 km/h oder mit 22. Ja, deswegen habe ich das ziemlich lasch gestellt, damit die Bremsen halt nicht bei mir überbeißen können. So, das mal zu dem Thema. Aber jetzt testen wir das nochmal weiter. So, also meine Gasannahme ist perfekt. Er ruckelt nicht, er macht nicht, also er nimmt sofort das Gas an, sobald ich über 3 km/h drüber bin. Ja, und das auch sofort. Es kam schon mal vor, dass er das Gas nicht angenommen hat und dann musste ich nochmal nachdrücken. Ja, aber das fand ich jetzt nicht als Problem. Ja, der Scooter hat ganz andere Probleme, die ich benennen werde auch heute. Ja, also ich werde auch die Nachteile vom SO4 Pro benennen, aber ich sage immer noch, es ist der beste Scooter. Es ist der einzige Scooter, mit dem er wegfahren kann als Mensch mit über 100 Kilo, über weit über 100 Kilo und sich keine Gedanken machen muss, ja, ob man ankommt, ja, ob man irgendwo hochkommt und wie weit man kommt, weil man hat ja das Gefühl schon drin. Ich weiß jetzt, wie weit mein Scooter kommt. Der kommt so zwischen 20 und 25 Kilometer, je nach Strecke. Das kann ich mittlerweile einschätzen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Problem. So, machen wir jetzt mal hier Stopp. So, ja, was soll ich jetzt sagen? Also bei mir ist das mit der Gasannahme, lieber Harry, überhaupt kein Problem. Ich hoffe, du konntest es im Testvideo sehen. Ich verstehe nicht, warum das bei dir ein Problem ist. Ich sage, ich habe mein SO4 so gekriegt. Der war eigentlich ziemlich problemlos, außer die kleinen Mängel, die ich noch jetzt erwähnen werde, ja, die der Scooter hat. Meistens sind es Produktionsmängel oder meistens sind es Montagemängel. Ja. Das, was du jetzt wieder in dem Video gezeigt hast, das ist ja wieder die wahre Pracht. Aber es ist aber auch eine bekannte Sache, dass er sich aufhängen kann und dann beim Soflo das Problem entsteht, wenn er sich mal aufgehängt hat, dass er keinen Reset-Knopf hat, um die Software wie so beim PC ein Reset zu machen, damit die Software sich neu startet und dass er halt nicht aufs Ausschalten reagiert und dass man ihn praktisch dann mit Montage, also Demontage des Lenkers und Ziehen des Steckers praktisch vom System trennen muss, um dann wieder zu rebooten, also zu restarten. Deswegen habe ich diesen einen Schlüssel immer dabei, weil das wusste ich von Anfang an, dass es beim Soflo passieren kann. Ja, ist mir noch nie passiert. Ich habe jetzt 208 Kilometer drauf. Ich kenne von anderen Leuten, die den schon über 1000 Kilometer gefahren haben. Die haben das Problem bis jetzt auch nicht gehabt. Aber wenn man natürlich so Tests macht, kann sowas entstehen. Wenn man immer wieder so Anfahrtests macht und immer wieder, sage ich mal, die Software denkt dann auch vielleicht irgendwann, dass da ein Fehler drin ist im Programm, weil du ja immer wieder anfährst, stoppst, anfährst, stoppst, anfährst, stoppst und das so kurz hintereinander und
Kann auch sein, dass sich dann das System einfach mal aufhängt oder dann denkt, es wäre ein Fehler im Ablauf und dann sowas passiert. Weil es ist ja kein normales Fahrverhalten. Das ist ja definitiv klar, ne? Und gut, man kann jetzt sagen, bei anderen Scootern ist das auch nicht so, wenn man so Tests mit dem macht. Aber gut, das kommt halt immer drauf an, von wem die Software ist, ja. Und nicht jeder Scooter, wie der EPF1, hat so eine super Software drauf. Meistens sind ja die Softwaren das ausschlaggebende Ding bei einem Scooter. Das sage ich ja auch jedes Mal. Also man kann Motor haben, wie man will, einen Akku haben, wie man will und sonst was. Aber wenn der Controller scheiße ist und die Software, die da drauf programmiert ist, scheiße ist, dann ist definitiv der ganze Scooter scheiße. Kann ja noch so gut sein. Haben wir ja bei meinem Superroller, ich sag jetzt den Namen nicht, ich will diesen Namen nie wieder erwähnen, in meinen Mund nehmen, gesehen und der geht dann auch sofort zurück, egal wie schön er war, egal wie gut der Akku war, egal wie gut der Motor war, es ist alles uninteressant, wie die Software scheiße ist. Bei mir ist es kein Problem, ab 3 km/h nimmt das Gas an, auch beim ersten Mal drücken und wenn man ihn anhält und er immer noch im Fahrmodus ist und nicht zurück auf die Gesamtkilometer gesprungen ist, nimmt er auch kein weiteres Gas an. Das macht er auch nicht. Also das ist praktisch, ich sag mal, die aktuellste Firmware. Und vielleicht haben sie bei dir ein Upgrade gemacht, also nach unten, nicht, also ein Downgrade, also nicht ein Upgrade, sondern auf die alte Software, die so ganz empfindlich eingestellt war, wo der Soflow praktisch viel zu schnell das Gas angenommen hat und auch, ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also die haben wahrscheinlich das komplett runtergestellt bei dir, also nicht die Grenze, die Anfangsgrenze runtergestellt und die ist natürlich jetzt so scharf gestellt, dass er auch im stehenden Modus, wenn du nur leicht den Roller bewegst und schiebst, dann schon anspringt. Wenn du gleich direkt nach dem Fahren. Ja, also wenn du vom Fahren stehen, weil der Motor, der Sensor braucht ja, bis er das meldet. Ja, aber er nimmt dann trotzdem noch für die 1 Sekunde das Gas noch an, weil der Sensor, also weil die Meldung, also die Software so programmiert ist, dass er erst nach 1 Sekunde die Stehmeldung akzeptiert. Ich finde gar nicht, dass du das Hobby wechseln müsstest, Harry, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern ich finde, das machst du super gut. Das ist ein super gutes Hobby bei dir, weil du machst das echt gut. So muss man ja auch testen. Das ist ja vollkommen richtig, was du machst. Aber denk dran, wenn du testest, musst du auch Werkzeug dabei haben, falls was passiert. Dass du dir helfen kannst und dass du nicht 5 Kilometer laufen kannst, also laufen musst. Ja, also so ein bisschen Werkzeug sollte man dabei haben. So, dass man, sonst hätte es nicht laufen müssen. Ne? Hätte es auch mit dem Soflo dann wieder heimfahren können. Hätte es 4 Schrauben lösen, Stecker ab, ne? Weißt ja Bescheid. Ja, egal. Aber egal. Wunder, jetzt ist es halt so passiert. So. Jetzt kommen wir mal wirklich auf die Vorteile erstmal des Soflos. Ich fange mit den Vorteilen an, weil ganz einfach, weil das für mich aktuell der beste Scooter auf dem Markt ist für Leute unter 100 Kilo sowieso, aber auch gerade für Leute über 100 Kilo. Der einzige Nachteil, ja, ah nee, Nachteil fange ich jetzt erstmal gar nicht an, ja. So, ich fange jetzt erstmal mit den Vorteilen an. Du hast einen super Motor, wirklich einen super Motor mit einem Planetengetriebe, wo du überall hochkommst, egal. Meiner Meinung nach, egal wie schwer du bist, ich rede jetzt nicht von 300 Kilo Menschen, ne? Alles mal die Kirche im Dorf lassen, das Ding ist zugelassen, bis 120 Kilo. Und bis 120 Kilo Zuladung kommt das Ding jeden Berg hoch, jeden, jeden. Ich habe noch keinen erlebt, wo es nicht hochkommt. Es gab natürlich einen anderen, der hat es schon geschafft, wenn der Akku leer war und der Soflo kaum noch Energie hatte, den, was ich, einen Berg hoch zu jagen, wo er es dann nicht mehr geschafft hat. Und diese Person, ja, die ich auch sehr gern gucke und sehr gern mag, ja, ist noch schwerer als ich. Und da kann man den Soflo auch verzeihen, dass er es nicht mehr geschafft hat, weil der Akku war leer, ja. Und der wurde vorher schon zig Berge hochgejagt. Also das ganze Fahrvideo hat der Soflo diesen netten Tester, ja, mit seinen also schwerer als ich, über 120 Kilo, weit über 120 Kilo, überall hochgebracht. Und dann zum Schluss, wenn der Akku so fast leer ist, wurde noch der steilste Berg gegeben und da hat er dann versagt. Also ich glaube nicht, dass er versagt hat, er hat einfach keine Kraft mehr gehabt im Akku, fertig. Na egal, ist auch wurscht, egal. So, also das schon mal. Dann hast du hier Luftbereifung, was super toll ist, ja. So, bei Luftbereifung, da muss auf jeden Fall ein Pannenslime rein oder irgendwas, also irgend so ein Pannenmittel, ja, falls mal was ist, dass er nicht über die kleinsten Undichtigkeit praktisch einen Platten hast und eine Panne hast und kannst nicht mehr weiterfahren. Also muss da was rein. So, der Akku mit 10 Amperestunden, es könnte mehr sein, das wäre wirklich schön. Wenn das mehr ist, ist es leider nicht, ja. Aber die 10 Amperestunden bringen so eine Person wie mich mit 120 Kilo 20 bis 25, also bin schon mehrmals jetzt 25 Kilometer gefahren mit einer Akkuladung und das finde ich gut. Natürlich, wenn mehr Steigungen dabei sind, dann ist es eher bei 20 Kilometer gesiedelt. So, du hast
natürlich zwei super Scheibenbremsen, ne? Mechanisch, aber zwei super Bremsen, die gut beißen. Also man kann sie auch gut einstellen. Also die bremsen dich runter, wie du sie einstellst, entweder sehr massiv oder ein bisschen softer. Ich habe es, wie gesagt, ein bisschen softer eingestellt. Ich mag es so. Ich brauche keine Vollbremsung mit so einem E-Scooter, weil, wie gesagt, ich bin nicht schnell genug, damit ich meine, dass ich eine Vollbremsung brauche. Ich kann immer noch, auch während voller Fahrt, von dem Ding locker runterspringen. Und ja, also ist für mich nicht notwendig, dass ein Scooter so zubeißt. So, wir haben hier ein super einfaches, schlichtes Design, was einfach gut aussieht. Wir haben eine super geile Verarbeitung. Ja, also wirklich super geil. Da knarrt nichts, da knistert, da krächzt nichts. Der ganze Scooter ist einfach massiv gebaut und auch mit meinen 120 Kilo stehe ich da drauf richtig sicher und fest. Und wirklich, ja, also der Scooter fühlt sich wertig und sicher an. Es ist einfach so. Auch die ganze Verarbeitung, wenn man sich anguckt, die Schrauben sind versenkt, das ist alles super gemacht. Das sieht super dicht aus. Ich habe den auch vorher jetzt nochmal abgedampft, war ich in so einer Waschlagune, habe den mit dem Dampfstrahler abgedampft, damit er sauber ist. Natürlich geht man nicht 5 cm ran mit dem Dampfstrahler und knallt da in irgendwelche Buchsen rein oder sonst was, in die Ladebuchse oder sonst wo, sondern man hält Abstand mit dem Dampfstrahler, ist ja ganz klar, und nebelt den sauber. Ja? Also man muss ja nicht hier da so dran schießen mit, was ich, 5 cm Abstand. Ja, das Licht ist okay. Ich finde es ja bei den meisten Scootern eher schlecht als gut. Gerade das Frontlicht in der Nacht ohne Straßenbeleuchtung. Mir wäre lieber, wenn das Licht weiter unten zum Reifen gebaut wäre am Lenker. Also wenn ich mag es, wenn die Lichter näher an der Straße sind als oben am Lenker, weil ich finde, das ist besser, weil man hat da eine bessere, und sie müssen mitlenken, weil man hat da eine bessere, sag ich mal, Ausleuchtung der Straße, des Weges. Und das ist viel wichtiger. Weil wenn die Lichter zu weit oben angebracht sind am Lenker, dann hat man so der erste Meter oder die ersten 2 Meter sind praktisch unbeleuchtet und man sieht nicht direkt die Löcher vorm Reifen oder die Unebenheiten in der Straße in der Dunkelheit. Das finde ich nicht so vorteilhaft. So, deswegen ist es, finde ich, das für mich wichtig. Ja, kauzende Hunde, na gut. Finde ich es für mich wichtig, wenn die Lampe weiter unten ist und praktisch mitlenkt. So, ist jetzt aber jetzt keine große Mango. Wie gesagt, das haben die meisten. Du hast ein schönes helles Display, was alles Wichtige anzeigt. Ich hätte gerne noch einen Tagestrip-Zähler, ist aber nicht dabei. Gut, okay, aber du hast halt die Gesamtkilometer und die gefahrene Geschwindigkeit. Und halt dann die Akkuanzeige, ob Licht drin ist, ja, an ist oder so, kannst du ja auch, wird auch angezeigt, aber mehr halt nicht. Es ist halt ziemlich, sage ich mal, aufs Notwendigste reduziert. Aber gut. Das Schutzblech und alles ist massiv. Man kann ihn wirklich gut tragen und gut bewegen. Ist auch nichts labberig, nichts wackelt, nichts klappert. Und ich finde auch hinten die Öse kann man wunderbar als Abschließöse nehmen. Ist einfach so, ja. Ich finde das nicht einfach nur eine Einhackhülse für den Lenker, für die Lenkerstange, sondern man kann auch wunderbar damit den Scooter abschließen. Ist meine Meinung. Ständer ist auch gut, ist sehr massiv und ist gut gebaut. Was soll man sagen? Die Nachteile vom SO4 Pro. Ja. Die Nachteile sind auch bekannte Nachteile. Es sind zum Beispiel Sachen, dass er zum Beispiel ausgeliefert wird. Ja, manchmal kriegt man das falsche Modell. Man bestellt einen 10 Ampere-Stunden und kriegt einen 7,8 Stunden. Ich hoffe aber, das Problem ist einigermaßen mittlerweile beseitigt, weil das war einfach Unwissenheit mancher Händler und Zwischenhändler. Andere Problematik war, ja, dass er ausgeliefert wurde und hatte einen leichten Schlag in der Bremsscheibe oder in der Felge oder im Reifen. Das war dann meistens ein Montagefehler, also sprich vom Werk aus. Gab es halt auch, war halt, ist auch nicht so schön, wenn das passiert. Ja, ist klar, ob vorne oder hinten. War, glaube ich, auch beim Harry so und deswegen ein ganz klarer Mängel darf nicht sein, aber da muss man das halt zurückschicken, das muss gemacht werden und dann ist eigentlich gut. Bei mir war nichts in der Hinsicht. Ich hatte zwei von diesen Scootern gekriegt, also einmal hatte ich den falschen geliefert, krieg 7,8 Amperestunden, mit dem bin ich auch rumgefahren. Da war das nicht, da waren diese Mängel nicht. Und jetzt beim zweiten war das auch nicht. Deswegen sage ich mal, das war halt mal auch wieder bei Harry sein Pech. Dass das Lenklager so ein bisschen fest angezogen ist und deswegen das beim Lenken so leicht hakt, das war bei mir auch. Muss ich aber ehrlich sagen, während der Fahrt merkt man das nicht mit Druck und Last und mit Gewicht drauf. Und ja, es ist auch besser, ist jetzt auch über die Zeit besser geworden, als hätte sich das eingespielt. Das andere Mango ist sowas wie die Akkuanzeige. Also die Akkuanzeige, das ist halt, ja,
Ich kann 11 Kilometer fahren und es steht immer noch auf 100% und auf einmal von einer Minute auf die anderen zeigt er dann 78% an. Ein, zwei Kilometer weiter und dann die nächsten ein, zwei Kilometer weiter oder ein paar Kilometerchen ist er dann runter, geht er von 78% runter auf 30%. Und so geht es dann weiter. Auf einmal ist der Abfall extrem und ja, und man kann sich darauf nicht verlassen. Deswegen, ich sage ja, die Akkuanzeigen, das sind also wahrscheinlich irgendwie voltbezogene Anzeigen, keine Ahnung. Und wenn dann die Akkuspannung in den Keller geht und einbricht, dementsprechend bricht auch dann die Akkuanzeige weg. Und ja, es ist sehr ungenau und man kann sich darauf nicht verlassen. Also man muss sich meistens bei den Scootern immer ein Gefühl dafür entwickeln, wie weit man mit seinem Scooter kommt. Ich empfehle immer, mindestens bei der Hälfte der Anzeige wieder den Weg zurückzufahren, wenn man irgendwo hinfahren will, eine weitere Strecke fahren will. Also wenn man, also, dass man so lang fährt von zu Hause weg oder von da, wo man wieder hin will, bis man nur noch 50% Akku hat. Wenn es der Akku überhaupt anzeigt. Bei mir springt er ja von 70 direkt auf 30%, ist natürlich dann blöd. Ja. Aber wenn es so ist, 50% sollte man dann schleunigst dann wieder erst umdrehen und dann erstmal gucken, dass man sein Scooter ein Gefühl kriegt, wie weit man mit seinem Scooter kommt und mit seinem Akku. Tja, und jetzt zu einem Nachteil, wo für mich eigentlich kein Nachteil ist, aber ich nehme es mal unter den Nachteilen auf. Das ist das Surren vom Motor. Ja? Das Surren des Motors, das ist kein normaler Elektromotor, muss ich dazu sagen. Das ist ein Elektromotor mit einem Planetengetriebe. Deswegen auch die schier gewaltige Kraft dieses Scooters. Leute, die das immer wieder kritisieren und das mit anderen Scootern vergleichen, die nicht mal in Ansatzweise die Leistung bringen, die dieser Scooter bringt, finde ich immer ein bisschen lächerlich, Leute. Also da muss ich ehrlich ganz so sagen. Also das mit dem Xiaomi Mi 1 S1 oder sowas zu vergleichen, das ist lachhaft, weil der Scooter kann 10-mal mehr. Aber ist auch egal. Ist auch wurscht. Gehen wir mal auf das Surren ein. Das Surren kommt daher, weil dieser Scooter ein Planetengetriebe hat. Er hat nicht nur einen 500 Watt Motor, sondern er hat auch ein Planetengetriebe drin. Und deswegen hat er diese Kraft. Und deswegen schafft er es die Berge hoch. Auch mit sehr, sehr hohem Gewicht oder einer sehr hohen Zuladung. Und das schafft er wegen diesem Planetengetriebe. Und daher kommt dieses Surren. Und das stört halt viele Leute. Das verstehe ich auch. Das kann ich vollkommen verstehen. Und Leute, die das Surren stört, sollen sich diesen Scooter nicht kaufen. Die sollen sich halt einen Mi-Scooter holen oder einen EPF1 oder einen Ninebot, was auch immer, weil die haben kein Planetengetriebe, die surren nicht, die haben die reine Motorleistung, also Elektromotorleistung und fertig und dann ist das Thema ja beendet. Ja? Aber wer sich denn so SO4 Pro kauft, der muss mit dem Surren klarkommen, weil das Surren kommt halt vom Planetengetriebe und das ist nun mal da und das wird lauter bei Last. Also umso mehr Kraft er braucht, umso mehr Power er braucht, umso mehr er beansprucht wird der Motor, umso lauter wird das Surren und umso weniger Last drauf ist, also wenn du geradeaus oder bergab rollst oder sonst was, umso leiser wird das Surren, ist ganz klar, weil das Planetengetriebe nicht belastet wird. So ist das. Ganz einfach erklärt und deswegen, ich nehme es jetzt erstmal ins Negative auf, weil immer so gern über die Lautstärke des Rollers meckern. Ich finde es absolut genial, weil alle hören dich und alle wundern sich, wenn du an denen vorbeibretterst, berghoch, ja. Aber die hören auch, warum, ja. Weil du Power hinten drin hast. Die hören den Motor nämlich, ja. Und deswegen gibt es da immer gern mal Gespräche mit anderen Scooter-Fahrern, die dann fasziniert sind und auch gern mal fahren wollen und sich wundern, was dieser Roller für eine Kraft entwickelt und dann so Sprüche machen wie, ach scheiß auf Surren, ich komme hier jeden Berg hoch. Wie geil ist das denn? Mein alten verkaufe ich bestelle mir den. So Sprüche höre ich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute haben recht. Bei so einem unkomplizierten Roller wie den, tut mir leid. Natürlich kann man jetzt sagen, klar, Harry hat wirklich Pech mit seinem SO4 Pro. Ja, Harry hat öfters mal Pech, weil Harry testet auch extrem. Ja, also Harry benutzt oder sehr, das kann man eigentlich jetzt auch nicht sagen. Mit dem Legend ist ja auch nur weggefahren und von A nach B gefahren, hat zwei, drei Bremstests gemacht, was der Roller halt locker hätte aushalten müssen und locker hätte funktionieren müssen und ist auch kaputt gegangen. Also ich will jetzt nicht nachsagen, dass Harry da eine Ader hat, alles kaputt zu machen. Das will ich auch nicht sagen. Nein, das hat Harry nicht. Harry macht das genau richtig. Harry hat einfach da Pech und Harry entlarvt die Fehler der Roller. Definitiv. Die Fehler des Scooters entlarvt er. Und das macht er richtig gut. Und deswegen gucke ich ihn auch so gern. Und ich freue mich und amüsiere mich auch immer wieder über seine Videos. Einfach nur toll. Ja,
Nächster Nachteil, ob Nachteil oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Er hat halt keine Federung, ne? Nicht an der Vordergabel, nicht an der Hintergabel. Er ist komplett starr, ist für mich aber nicht schlimm, weil ich die Federung, also ein bisschen Komfort einstellen kann über den Luftdruck der Reifen. Der Reifenluftdruck lässt sich wunderbar regeln. Also original sind ja 2,5 Bar drauf. Ich habe jetzt vorne 3 Bar und hinten 4 Bar drauf. Weil ich halt ein bisschen schwerer bin, aber man kann, dafür ist der Komfort jetzt ein bisschen schlechter, aber ich finde halt die Abrollqualität dann besser. Aber das muss jeder, wenn jetzt einer mehr über Unebenheit, ich fahre halt nicht so viel Unebenheit, ich fahre halt mehr Wege, also betoniert, deswegen habe ich den Luftdruck ein bisschen höher gemacht. Wenn man jetzt natürlich ein bisschen mehr Unebenheiten hat, da wo man wohnt oder mehr Löcher in der Straße, würde ich den Luftdruck einfach reduzieren. Vielleicht runter sogar auf 2 Bar oder was auch immer. Muss mal halt gucken, wie man das mit seinem Gewicht, das kommt halt auch aufs Gewicht des Fahrers an, einstellen. Da kann man den Komfort von dem Gerät auch einstellen und ich finde den Komfort vollkommen ausreichend. So, was ich auch als Nachteil bei dem Scooter sehe, ist zum Beispiel, dass man die Fahrmodis ohne die App nicht ändern kann. Das finde ich auch einen ganz großen Nachteil. Und besonders, weil wir alle schon festgestellt haben, also die meisten Tester und auch ihr bestimmt, dass ihr 3 Knöpfe habt am Lenker. Ja, einmal den Powerknopf zum einen ausschalten, einmal den Knopf fürs Licht, um das Licht an und auszumachen und einmal einen Knopf, der keine Funktion hat. Und den man hätte wunderbar nehmen können, um zwischen den Fahrmodis zu wechseln. Ich verstehe es so, Flo, überhaupt nicht, dass sie das nicht gemacht haben. Ich verstehe es nicht, dass das nur über die App geht. Finde ich auch totaler Quatsch, totale Hirnsinnigkeit, ja. Weil man muss dann ja die App benutzen, um zum Beispiel vom Eco-Modus in den Normal-Modus oder in den Sport-Modus zu wechseln, was ich natürlich vollkommener Schwachsinn finde. Ja. Das ist richtig, das ist auch ein Nachteil, definitiv. Aber jetzt nochmal ganz zum Schluss zum Fazit. Also, ich sage euch eins dazu. Zu allem, was ich bis jetzt über den SO4 Pro gesehen und gehört habe und so wie ich ihn kenne, ich hatte ja jetzt schon zwei. Kann ich eins dazu sagen? Ich würde, und auch jetzt, wenn ich mir den Markt betrachte, jetzt aktuell, was aktuell für Scooter gibt, ich würde den SO4 Pro gegen keinen einzigen Scooter eintauschen, weil es für mich definitiv der beste Scooter aktuell auf dem Markt ist. Preis-leistungsmäßig, wir reden hier über einen Scooter, der zwischen 700 und 800 € kostet, je nach Angebot. Ja, mit einem kleineren Akku sogar noch weniger. Dann qualitätsmäßig, leistungsmäßig generell, was er auf die Straße bringt. Dann auch verarbeitungsmäßig, ja. Also ich würde ihn gegen keinen Scooter tauschen. Und es ist auch der einzige Scooter, den ich zu 100%, sogar zu 1000%, also es gibt ja nicht, man kann ja nicht mehr als 100%, aber wenn es gehen würde, mehr als 100%, dann würde ich ihn zu 1000%, ja, jeden ans Herz legen und jedem empfehlen. Ja. Ich kann über diesen Scooter nichts Schlechtes sagen. Es ist einfach so. Natürlich hat er seine Macken. Definitiv. Aber das sind für mich alles Kleinigkeiten. Also meine zwei hatten nur Kleinigkeiten. Ja? Das, was der Harry hat, das ist keine Kleinigkeit. Definitiv. Warum beim Harry eine Umbucht in den Reifen war? Keine Ahnung. Montagefehler ist keine Kleinigkeit, muss zurückgeschickt werden. Warum beim Harry die Software so dermaßen rumspinnt? Keine Ahnung, ist keine Kleinigkeit, muss zurückgeschickt werden. Aber das tut mir leid, ich kann das halt alles nicht beurteilen, außer das, was ich bei Harry auch im Video sehe. Und da muss ich halt sagen, das ist scheiße, das ist richtig. Aber ich kann nur das beurteilen, was ich hier vor mir habe. Und ich hatte das zweimal vor mir in zwei verschiedenen Scootern. Also zweimal hatte ich ein SO4 Pro, zwei verschiedene. Und die hatten diese Probleme nicht. Und deswegen kann ich halt nur sagen, und nur die Leute, die ich kenne mit dem SO4 Pro, die haben diese Probleme auch nicht. Ja, und die fahren manche schon über 1000 Kilometer. Ja, und was soll ich dann sagen? Und deswegen kann ich nur das beurteilen, was ich hier vor mir habe. Und das, was ich hier vor mir habe, ist perfekt. Man kann es nur einfach so sagen. Es ist ein perfekter Scooter. Ja, er ist einfach nur perfekt. Und deswegen kann ich nur jeden ans Herz legen. Es ist der beste Scooter meiner Meinung nach, der aktuell auf diesem Markt besteht. Fertig. Preismäßig, leistungsmäßig, qualitätmäßig, ausstattungsmäßig, wie er verarbeitet ist, allein die ganzen Verschraubungen und alles. Es ist einfach Fakt. Ja. Und wenn einer einen besseren Scooter kennt, soll er ihn hier nennen. Aber er muss wenigstens vergleichbar sein mit ihm. Ja. Also natürlich kann man jetzt hier Scooter benennen, die, was ich, 3.000, 3.500 € kosten. Die natürlich von der Qualität noch besser sind und noch besser verarbeitet und vielleicht noch besser sind, in Anführungsstrichen. Aber ja,
Das ist wahrscheinlich auch dem Preis geschuldet und vor allen Dingen glaube ich sogar dann immer noch, dass der gut mithalten kann mit denen. Ja, und das ist definitiv, ja, das ist auf dem Markt eigentlich deswegen ganz klar die Nummer 1 aktuell. Und glaubt mir, sobald ein Scooter kommt, der ihm Konkurrenz macht, bin ich froh und freue mich, weil es kann ja noch besser werden. Und das ist schon gut. Wenn es noch besser wird, freue ich mich. Deswegen habe ich mir jetzt auch den Scootero oder wie der heißt, jetzt bestellt und haben schon so viele Leute jetzt gesagt, oh je, da hast du dir, oh, der ist nicht so gut. Und ja, ich habe schon wieder ganz viel Negatives jetzt gehört, seitdem die Leute wissen, dass ich mir den bestellt habe. Aber schauen wir halt mal. Ja, gut, es kann sein. Ne? Genauso wie der andere Scheiß-Scooter, den ich zurückgeschickt habe. Wenn das so ist, wenn der Mist ist und seine Daten nicht hält, die er verspricht, ja, also die Daten sind ja wunderbar zu lesen. Wenn er das nicht hält, dann kommt er in die Tonne. Überall stehen Mülltonnen rum. Hier steht auch eine. Schaut, hier. Da steht auch eine Mülltonne. So. Da kommt er dann rein. In die Tonne. Ja? Und deswegen, Leute, also macht euch keine Gedanken. Dafür bin ich ja da. Ich teste das und sage euch, ob die Produkte taugen oder nicht taugen. So wie es der Harry macht. Und so wie es viele andere auch machen. Techniktests macht das, ja. Der Wicker macht das. Dann der Henne. Die machen das alle von Hentech. Ja, ich kann mir den Namen, tut mir leid, Henne, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Aber wie gesagt, Vika Wille, Techniktests, Harry, alle so Leute, die ich gerne gucke und die das gut testen, die machen das ja auch nicht unbedingt. Ja, die machen das halt generell, weil es ihnen Spaß macht, weil es ihr Hobby ist und so ein bisschen auch damit ja, sich ihre Zeit vertreiben. Ja? Und deswegen ist das so. Und deswegen bestellen wir uns auch manchmal Scooter und testen die für euch und stellen dann fest, dass das Schrott ist. Und von dem Scootero gibt es noch keinen Test. Ja, da habe ich gedacht, den bestelle ich mir, weil die Daten sehr viel versprechen. Und den teste ich halt jetzt mal für euch. Und wenn der Schrott ist, dann werdet ihr das sehen. Und dann werde ich das vorstellen. Dann werde ich es auch genauso knallhart machen wie bei allen anderen Scootern. Und dann kommt das Ding in die Tonne und wird zurückgeschickt. Ganz einfach, so ist das. Da muss man halt knallhart sein. So wie der Harry es auch mit dem Legend gemacht hat. Und da hat er vollkommen recht gehabt. Nochmal hätte ich mir die ganzen Scheiß nicht mehr angetan mit IQ-Hawk oder iHawk. Ja, und da hat er vollkommen richtig gehandelt, finde ich. Man muss sich auch mal trennen können und muss seinem Gefühl vertrauen. Und nochmal den ganzen Stress durchmachen, wie man beim Exit Crossover gehabt hat, muss nicht sein. Okay, Leute, das war's von mir. Lasst mir ein Abo da, ein Like. Wir sehen uns. Bis bald.